Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyreon. So, weiter geht's hier. Ich möchte mal ganz kurz beim Handelsposten vorbei und diese Cashcards einzahlen auf mein Konto und dann mal sehen, ob der Händler noch ein paar Medikits für mich hat. Ich habe gerade noch gelesen, bevor ich die Aufnahme begonnen habe, dass die Alpha 7 tatsächlich schon direkt vor der Türe steht. Also Release Date ist 19. Oktober, habe ich gelesen. Also tatsächlich schon in ein paar Tagen. Und ich weiß noch, ich habe noch keine Details. Habe da noch nicht wirklich reingeschaut in das Changelog. Was ich aber gesehen habe, ist... Nee, totale Blödsinn. Ich habe gar nichts gesehen. Ich war gerade ein wenig... ich muss mal schauen. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ich werde mir das natürlich noch vernünftig durchlesen. Es kann natürlich sein, dass das nicht Safe-Game-kompatibel ist und dass es dann hier relativ bald vorbei sein wird. Fände ich jetzt ein bisschen schade, aber einfach mal schauen, was die Alpha 7 so zu bieten hat. Die sind ja normalerweise schon für sehr solide Arbeit bekannt, deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, was wollte ich? Diese Geldkarten. Ja, das sind ja ganz schön viele geworden. Ja. Holla, die Waldfee. Okay, die packen wir mal ein. Die müssten ja so einen Bankautomaten auf ihrer Station dort haben, auf dem Handelsposten. Sorry, wenn es vielleicht nicht kracht und scheppert in dieser Folge. Könnte passieren. Wobei natürlich, ich möchte schon auch direkt nach dem Handelsposten. Vielleicht parken wir das Schiff auch direkt hier. Ich glaube, wir können es ja hier beim Handelsposten ganz gut stehen lassen. Dann schnappen wir uns direkt das kleine Wessel und stürzen uns danach direkt nochmal nach Masperon hinab. Da gibt es ja doch noch ein bisschen was zu tun. So ist es ja nicht. Ja, es ging jetzt erstaunlich schnell. Also ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass die Alpha 7 tatsächlich ja quasi schon fertig ist. Muss ja so sein. Das ging doch schneller als erwartet. So. Den, glaube ich, kann ich abnehmen. Okay, dann suchen wir mal diesen Bankautomaten. Da steht er ja schon, oder? Kloppen das mal hier rein. Okay, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber 13.000 ist, glaube ich, schon ein stattliches Sümmchen. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal. Ja, von hier sieht sie aber nicht schlecht aus, die Erdbeerblau, ne? Ja, kann sich schon sehen lassen. Und ich hätte auch echt ultra gerne weitergebaut an dem Schiff. Also das nervt mich total, dass ich diesen komischen Symmetriebug habe. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Deswegen kommt mir, glaube ich, die neue Alpha auch ganz gelegen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Es wird zwar sau ärgerlich sein, natürlich. Wo ist denn hier der Medizinhändler? Es wird natürlich ärgerlich sein, wieder von Null beginnen zu müssen. Das ist keine Frage. Das wird schon ganz schön nervig sein am Anfang. Weil ich meine, ich habe halt jetzt einfach alles im Überfluss und das ist natürlich echt eine ganz andere Nummer, wenn man wieder von vorne starten muss. Aber wenn ich dann vernünftig basteln kann, dann glaube ich, nehme ich das auch einigermaßen gerne in Kauf. Okay, der hat 4 Medikits. Naja, dann kaufen wir die mal alle. Das war jetzt auch nicht die Welt. Aber okay, mit 11 Stück kommen wir schon ganz gut hin, glaube ich. Dann nächster Stopp. Masperon. Wenn ich hier jemals wieder rausfinde. Ja, wenn ihr schon Infos habt zur Alpha 7, gerne her damit. Also ich habe ja jetzt, ich nehme ja tatsächlich einen Tag vor Release dieser Folge, nehme ich auf. Von daher ist das hier einigermaßen tagesaktuell, was ich hier gerade von mir gebe. So, ich glaube, hier geht's raus, oder? Ja, Deck B, sehr schön. Ja, ich hätte das Ding, ich hätte es wirklich sehr, sehr gerne noch erweitert. Wie gesagt, dass gerade das... Capital Vessel. Das Small Vessel, ich finde, das passt schon. Das kann man schon so stehen lassen. Ein bisschen schöner geht natürlich immer, aber das Capital hätte ich echt super gerne noch ausgebaut, aber es ist einfach zu nervig mit diesem Symmetrie-Ding, also beziehungsweise wenn dieses Symmetrie-Tool halt fehlt, es ist nervig. Es ist einfach nervig. Du musst ja quasi alles doppelt machen und ich will es ja schon symmetrisch haben, also ich will da ja keinen Kreuz und Quer, Schräg und Krumm und Schief irgendwie Shift haben, sondern halt einfach ein sauberes Raumschiff und da ist halt Symmetrie ausschlaggebend und das ist einfach wahnsinnig nervig, das Schiff auszubauen. Das ist echt, also das größte Problem, was ich habe gerade in diesem Spiel. Dachte mir am Anfang, ja, wird schon passen, aber irgendwann hast du halt dann einfach Bock, das Teil
zu erweitern und so ein richtig schönes, fettes Raumschiff hinzuzimmern. Und das ist einfach, funktioniert einfach nicht. Ist sehr, sehr bedauerlich. Nun denn, schauen wir uns noch mal ein bisschen um hier. Es gab ja noch einige Dinge zu erkunden auf diesem Planeten. Also was ich aber wirklich gerne noch machen würde, noch in der Alpha 6, ist diesen Alien Outpost mal besichtigen gehen. Das würde ich schon sehr, sehr gerne noch mitnehmen. Zeitlich müsste ich es eigentlich noch unterbekommen, noch eine weitere Aufnahmesession quasi. Das ist auf jeden Fall noch drin. Aber wann ist denn der 19.? Ist das Donnerstag, glaube ich, ja. Heute ist quasi der 15. 16, 17, 18. Ja, Donnerstag. Okay. Naja, soll mir recht sein. Das ist ja auch das Schöne an so Early Access Games. Das ist halt, da kommen halt, wenn es gut gemacht ist, so wie hier oder auch bei Seven Days to Die beispielsweise, dann kommen da halt in regelmäßigen Abständen einfach solide Updates. Das ist ja schon jedes Mal wirklich sehr, sehr umfangreich und ein bisschen so wie Weihnachten, finde ich, jedes Mal. Man zahlt da nicht für die Updates. So, ich habe einmal Kohle geblecht für das Spiel, das ist eine ganze Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ausgegeben habe. 10er oder maximal 15 Euro mehr dürfte das nicht gewesen sein. Und das hat sich natürlich jetzt schon alles fett gelohnt. So, schauen wir mal. Naja, zum Händler muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal... Wir nehmen nochmal irgendwas unter Beschuss. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und auch am meisten Spaß. Ich würde sagen, an der Stelle, ich fliege einfach mal ein Stückchen in die Richtung und klink mich dann wieder ein, wenn ich irgendwas Nettes gefunden habe. Ah, wobei, da haben wir doch schon irgendwas. Crash Capital Vessel gibt's. Ah ja, ja, okay, gibt's auf jedem Planeten. Ein Spielball. Oh, das sieht aber schon anders aus. Das ist doch nicht die Titan, oder? Oder ist die tatsächlich so tief im Boden versunken? Kann natürlich schon sein, ne? Ja, wird sich aber auch nicht lohnen, das Ding freizulegen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein TIE Fighter. Wenn er hier so versunken ist, oder? Hier links und rechts, die haben doch immer diese ründlichen Flügel. Gefällt mir. TIE Fighter hätte ich auch wahnsinnig gerne. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch zeitlich hin in der Alpha 6, dass ich mir irgendwie ein paar Sachen aus dem Workshop genehmige. Ich könnte das natürlich im Kreativmodus machen, kein Thema, aber irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Ich finde, man muss sich einmal so ein Ding zumindest erarbeitet haben, die Ressourcen selber besorgt haben. Sonst fühlt sich irgendwie ein bisschen wie Cheaten an, finde ich. Danke. Okay, die Research Site. Die könnte man vielleicht... Ja, was war denn das noch? Ah, ich hatte es gerade verwechselt im Kopf. Mit dieser Excavation Site. Okay. Ich meine, da wird der Loot nicht so schlecht sein. Aber so eine wehrlose Station. Wobei, sei es drum. Wir werfen mal einen Blick drauf, klären mal hier. Drohnen. Mal zu, dass wir hier Lufthoheit gewinnen. Ich dachte, ich hätte noch eine weitere gesehen. Ah, was ist das da oben? Kommen wir da gerade her? Echt, manchmal habe ich echt ein Hirn wie ein Sieb. Nee, das ist doch irgendwas anderes hier, oder? Das ist doch auch bewaffnet. Oder waren wir da beim Biolab? Nee, das kenne ich aber noch nicht. Okay, alles klar, dann steht der Plan. Das ist ja interessant. Laboratorium, okay. Cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte irgendeinen Satz nicht zu Ende gesprochen. Naja, egal. Aber erstmal, dass die uns hier nicht vom Himmel holen. Ach ja, genau, was ich sagen wollte. Um dieses Patrol-Vessel muss man sich ja, glaube ich, momentan keine Gedanken machen. Das haben wir ja sowieso erst manipulierunfähig geschossen. Und ich glaube, das wird schon eine Weile dauern, bis da ein neues kommt. Das ist witzlos sonst.
Volltreffer, sehr schön. Okay, was schießt hier noch? Da war doch gerade noch irgendwas. Da drüben ist noch ein Turm, oder sehe ich das richtig? Oh, der tut aber nichts. Ah, jetzt hätte er sich gedreht. Zu spät, Kollege! So, liebes Biolaboratorium, wir werfen nochmal einen Blick rundherum. Sieht friedlich aus, sieht friedlich aus. Okay. Dann suchen wir uns mal einen geeigneten Landeplatz. Ach, einen Zugang brauche ich ja noch. Nach altbewährter Methode, würde ich sagen. Also die Struktur kommt mir auf den ersten Blick schon bekannt vor, aber an den Biolab kann ich mich echt nicht erinnern. Das scheint mir schon neu zu sein. Für mich zumindest. Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick auch keinen Eingang. Dann machen wir uns hier drüben einfach mal ein, glaube ich. Das ist ganz gut. Was ist mit den Schienen los? Was ist denn da los? Die funktioniert? Die Raketen irgendwie nicht. Komisch. Tja, muss ich jetzt wohl mit leben. Early Access halt. Early Access. Was will ich denn machen? Zwei Blöcke, dicke Wände. Sorry, wenn es sich so zieht. Das nervt mich ja total jetzt gerade mit den Raketen. Reichweite? Nö. Die werden schon abgefeuert. Aber sind irgendwie nicht vorhanden. Keine Ahnung. Komisch. Komische Nummer. So. Noch da muss ich noch wegkriegen. Naja, Muni haben wir ja genug. Der sowas. So, das muss jetzt aber reichen, oder? Wir haben mal einen Blick rein. Wessel geparkt. Und Waffe ausgepackt. Da ist auch eine Drohne unterwegs, sehe ich das richtig? Oder ist das der Truppentransporter? Ich kann es nicht erkennen von hier. Naja. Wird schon passen. Okay. Mhm, da ist schon mal der Spawner. Ah, sehr praktisch. Haben wir uns direkt in den Keller reingeballert. Das ist natürlich ganz nach meinem Geschmack. Grell ist es hier. Naja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ich bin mir echt gerade nicht sicher, ob wir diese Struktur schon mal hatten. Ich glaube nicht. Ja, zumindest was, also baugleich oder was ähnliches, ein ähnliches Bauwerk, aber noch kein Biolaboratorium. Ah ja, mal ein bisschen looten zwischendrin, kann ja nicht schaden. Auch wenn man es nicht braucht, aber ich meine, ich kann nicht anders. Ups, ist glaube ich nachvollziehbar. Dreiviertel der Sachen kann ich sowieso direkt wegwerfen. Da geht es noch weiter runter? Nee, doch nicht. Da wird dann auch langsam... Also ich glaube nicht, dass es noch tiefer geht, oder? Dafür ist die Struktur, glaube ich, zu klein. Glaube ich. Kann mich natürlich täuschen. Eusklump, Eusklump. Okay, da geht's hoch. Da drüben waren wir schon. Oder war da auch noch eine Türe? Da hinten ging's da nicht noch ein bisschen weiter? Ich kenn's nicht, das ist doch ein Liftblock, oder? Ach, geht's doch noch weiter runter. Sieh an. Okay, das Ding ist doch unterkellert.
Kurz orientieren, okay. Nein, ins Vergnügen. Oh, ich sollte vielleicht mal... Ah, ein Medik einwerfen. Hopp. Combat Mechanoid. Ja. Da geht's noch weiter runter, okay. Ich revidiere mein Urteil. Das ist ja doch alles ein bisschen weitläufiger hier, das Ding. Wie mir scheint. Soll mir recht sein. So, was bist denn du? Erze. Naja, naja. Es gab Zeiten, da habe ich darüber gejubelt. Heute ist das eher verhalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber das ist auch so ein Ding, das wäre wirklich ärgerlich. Einerseits, wenn die Alpha 7 halt tatsächlich nicht Safe-Game-kompatibel ist. Ja, die ganzen Erze, die ich da noch so im Lager habe, das ist wirklich nicht wenig. Also das ist schon eine ganze Menge, was da zusammengekommen ist im Laufe der Zeit. Ich würde die halt schon noch gerne irgendwie im Workshop verballern und mir mal irgendwie so ein richtig geiles Wessel holen. Das wäre schon cool. Naja. Mal sehen, mal sehen. Unterm Strich kann ich es ja eh nicht ändern. Was soll's. Aha. Ein netter Versuch. Und ich glaube, ich bin hier nicht alleine. Ihr könnt auch übrigens, wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche für die nächste Alpha, also ich gehe schon gerade davon aus, dass das halt dann einfach eine neue Staffel werden wird. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, irgendwie vielleicht eine andere Herangehensweise insgesamt oder so, dann gerne in die Kommentare damit. Ich habe mir generell von der Marschroute her überlegt, wenn ich das nächste Mal das Spiel starte von neuem, dass ich halt so schnell wie möglich auf den Capital Vessel gehe. Also gar nicht erst lange irgendwie mit Base-Gebastel aufhalten, sondern halt wirklich nur einen Zweckbau errichten, der mir halt irgendwie das Überleben sichert sozusagen. Und mal direkt so schnell wie möglich einfach ein Capital an den Start bringen. Ja, das macht einfach am meisten Spaß. Also mit einer mobilen Basis hier so das ganze Game zu erkunden, die Universen, die verschiedenen Systeme, das macht halt den großen Reiz aus, finde ich, an dem Game. Naja, und natürlich einen anderen Startplaneten, das denke ich schon. Akua war jetzt wunderbar, mal wieder gesehen zu haben, ist ja auch echt ein sehr, sehr schöner Planet, aber ja, es fehlt so ein bisschen die Herausforderung. Schick in diesem Blauton gehalten alles, also ich muss schon sagen, retromäßig kann ich mir echt so viel abschauen von diesen Gebäuden hier. Sehr, sehr cool. Ich habe mal, der Truppentransport macht da jetzt keinen Unfug da draußen, während ich hier drin zugange bin. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Noch mehr Erze, noch mehr Futter. Futter ist auch so ein Ding. Also ich hatte mir ja wirklich, ich hatte schon so ein bisschen Bedenken, dass ich dann irgendwie zu wenig dabei habe. Und ich dachte mir schon, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, einfach diese Pflanzkübel mit dabei zu haben auf dem Capital Vessel. Aber also Futter... Das, glaube ich, verhungern kann man nicht in diesem Spiel. Ich finde ja ständig dieses Dosenfutter und das ist halt schon sehr, sehr ergiebig einfach. Deswegen, das hätte ich mir sparen können, glaube ich. Ich finde, das gehört dazu zu einem vernünftigen Capital Ship. Da halt irgendwie einen kleinen Garten dabei zu haben, so, aber hätte es nicht gebraucht. Also hätte ich irgendwas anderes stattdessen verbauen können. Ich habe auch schon längst wieder die Orientierung verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier könnten wir uns... da waren wir gerade, ne? Da waren wir gerade. Okay, passt schon, passt schon. Da muss es aber guten Loot geben. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Ich wurde getrollt. Und zwar ganz massiv. Krass, hier war noch nicht. Aber ich bin jetzt irgendwie einmal im Kreis rum, kann das sein? Hier waren wir auch noch nicht.
Definitiv nicht. Naja, gut, meine mal die Erze halt mal mit. Aha. Du Witzfigur, ganz ehrlich. Wenn sie dem eine Feuerwaffe geben würden, dann wäre das, der wäre wirklich übel. Ich meine, hier verbergen sich halt auch die dicken Loot-Container hier, ne? Rot, blau, gelb. Aber der... Den interessiert das nicht mal, dass ich hier bin. Hey, Kollege, mach wenigstens mal irgendwas hier, komm. Das kannst du nicht. Aber wer weiß, vielleicht haben sie den tatsächlich gefixt und das wird so der ultimative Bösling in der alten Sicht. Aber so ist der ja wirklich gar nichts. Also. Upsa, der kann ja nichts. Ah, oh, Epic Rocket Launcher. Ah, ich habe keine Raketen dabei, ne? Schade. Aber der wird auf jeden Fall noch benutzt. Sehr schön. Oh, Jackpot. Zwar keine Epics, aber nochmal so eine Minigun als Backup. Nehme ich gerne mit. Die Muni, glaube ich, brauche ich nicht. Wir lassen nochmal ein paar Komponenten hier. Miniguns lasse ich halt ungern liegen. Laserpistole. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich die schon probiert habe. Wir nehmen mal eine mit. Kann nicht schaden. Das futtern wir direkt. Dosenfraß noch hinterher. Und der restliche Loot ist überschaubar. Aber Inventar ist eben schon wieder voll. Das passt schon. Hier wäre auch der Kern drin. Ne? Aber das interessiert mich jetzt eigentlich gerade nicht so sehr an der Stelle. Aha, was passiert hier? Ha, okay. So viel dazu. Alles klar. Damit wäre die Geschichte auch schon entkernt. Na gut, dann machen wir mal Disassemble und graben uns halt auf dem direkten Weg nach oben. Hat ja auch seinen Vorteil. Ah, ich glaube, es ist zu hoch, oder? Ah, kann man nicht hoch. Vielleicht hier so mit einer Zwischenstufe. Na gut, das kann ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Ich werde mal zum Wessel hochflitzen, mein Inventar entleeren. Jetzt hoffe ich mal, dass das da drüben nur ein Truppentransporter ist. Ja, und dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder, wenn es hier noch ein wenig weitergeht, auf Masperon, auf dem Mond von Masperon. Und dann schauen wir mal, wie es überhaupt hier mit der Alpha 6 weitergeht. Wenn überhaupt. In diesem Sinne, lasst mich nicht ärgern, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Adieu.